Das 10. Kapitel. Wie es wird beschrieben, wie er sei ein jüdischer Prinz, welcher ist da voraus ein Professor oder lechala puches ein Doktor, geht up, glänzend dem Exam, in fuhr tanzendig und singendig heim. Unser Held, Boris Friedman, geht ihm mit breiter Spann über den Zimmer, in rabendig sich dem Stehen, habt er sich ein Sachmuhl zum Bichel und legt es wieder weg. Also lang, bis er die Schmutz der Bichel dreht und habt dabei gelernt, Postpapier und schreibt und eine von die, die sich geblieben ist, wir haben schon gehabt, die Möglichkeit vorzustellen für unsere Leine in dem vorigen Kapitel. Er drückt allein auf das Brief auf dem Post und geht von dort gleich ins Theater heran. Morgen steigt er auf mit der Kopfweitung und kann ich gehen im Gymnasium zum Examen. Nachdem kommt zu ihm der Repetitor und sucht ihm Mische und ermahnt ihm, also er kann bleiben auf dem zweiten Jahr in der letzten Klasse. In der Futter wird sein, der fast stark bräuchig. Und der Held weint so lang, bis er fällt darauf der Lehrer auf den Hals. Und er zeigt ihm mit Tränen von seiner Liebe, von seiner Rose, von seiner teure Rose. Der Lehrer ist auch nicht mehr wie ein junger Mensch. Mit einem weich, warmen Herz kickt er auf den Schüler, oder schackelt mit dem Kopf, pinkelt mit den Augen. Er demandt sich ein Zinn, wie er so er hat allein amul gehabt, ein Scheinmeidl, da sie es call, mit brennendicken Augen. Ja, so er hat ohne ihr nicht gekannt leben. Wie er so sie hat gekickt auf ihn und hat sie ihm gesucht, ach, da ne hu, versteht sich, als Beigelmann, also heißt der Lehrer, ist in seiner Liebe nicht glücklich gewesen und hat schon lange vergessen, das Scheinmeidl mit den feierdicken Augen. Doch ist bei ihm im Herzen geblieben, Maffink. Wo es zankt noch ergens, tief in den Schummer, in einem kleinen Winkel, kennt es noch einmal zu blusen. Er soll davon werden, ein Feierl. Beigelmann versteht dem Schiele. Nur weil Beigelmann ist schon nicht kein Jingo. Er hat schon in seinem Leben nicht einmal sich vielleicht schlufen, nach hingerichtet. Darüber fragt er dem Schiller ein Klotzkascha. Ja, Boris, alles ist recht. Wo ist wird aber sein, der Tachlis? Darfst du aufgeben dem Examen? Wird er dir heraustreiben vom Gymnasium? Dein Futter wird dir auf dem Schwell sie sich nicht darauf lassen. Er will dich sehen, nur ein Professor oder ein Cholapuches, ein Doktor. Die kostet ihm schon so viel Geld. Die darfst. Boris verstellt ihm das Maul mit der Hand und lässt ihm gut nicht weiterreden. Was mir Geld, was mir Professor, Rose ist mein Professor. Ja, bist du gerecht, Rose ist dein Professor. Was wirst du aber tun, als du wirst schon mit ihr an Teufeln in Kassen oben? Du wirst nehmen Mittel zum Leben, essen, trinken, wie wirst du nehmen Mittel zum Leben? Beigelmann, was redet ihr? Wie kommt das gut zu euch? Also ihr sollt gut solches verregen. In meine Hand, in Holzhacken, in Erdgruben, in Säcklichtruben. Beigelmann schockelt mit dem Kopf, kicken dich auf den Seige, mit der bitteren Schmeichel geht er weg zu seiner übrigen Schiele. Boris, der künftige Holzhacker, Erdgrube, in Säckelträge, esst der Wahl erscheinen unbassen, vertrinkt mit der Gittgluswahn in verreicherter teuren Zigarre. Der Säckelträger geht sich dadurch ein bisschen in Markt zwischen den Kleidern, wie die Creme freien sich, als sei der Sehne im Warten. Und bringt daheim eine neue pur Henschkes, zwei frischlich Parfümen, Glycerinseif und spugelneue Schnips, wo es verspielt sich von beiden Seiten. Ein halbtitz neue modische Hemde, agitten Jemodan,
pur Messen erlachte mit der Tetz Messer in Guppeln. Mit noch a Sache Sachen, wo sie darf sein, auf Kapures oben. Nur du sie schon bei ihm Asa Chilis, Chilus? Asa Schlafkeit, a Krankheit, Asa Schlafkeit, bin ständig. Ausgeben Geld und kaufen alles, was das euch dir seht. Consumerism, old school. Die Tage von dem Examen haben sich schon geendigt. Und Ott ist schon der letzte Tag im Gymnasium. Der Akt. Ott flieht mit Reute, verflammte Backen, Goldenstadt, aheim mit der ersten Nagrade hinter den Arm. Er wird kommen aheim wie ein Held, wo es hat angenehmen dem Mapachma in Furt erzählt mit Triumph. Und alle Menschen, alle Bäume, alle Winkeln schreien ein Hurra. A blasser, a gele Verkas, Verkinne, steigt Silberstadt in Asad, in das Greizerrasen dem Leeres der Fahrt, wo es Goldenstatten hat ein Geschenk, die erste Nagrade in ein Silberstatten, wo es hat ein ganz Jura so ähnlich, so getreu gehorbet, hat ihm gegeben ein Fahrt. Nicht kein Nagrade. Erst Nagrade meint ein Diplom. Ein Teuter steigt Eisenstadt in der Winkel. Er, Eisenstadt, hat nicht ausgehalten dem Examen. Wie er soll, wird er kommen daheim, zu Urm und Futter, zum Schnader, welcher hat von sich die Klage gezeugen und sich ausgebracht von sie. Die Maschine versetzt, gehorcht wird, bis er euch ist ihm ausgerinnen und zum Sof. In unserem Prinz Boris Friedman breit sich auch Duarim in einem teuren Garnitur, ausgeseift, ausgeschmiert, mit schmeckeligen Tropens und verkämmt wie ein Meidele, mit einem weißen Schrund über den ganzen Kopf. Er weist, als in seinem Billett steigt, an Nummer von der Studie, in Russisch. Nur er dreht sich Duarim, ein Vertrachter, ein Waschner, gleich wie er ist reingegangen, hey, von dem Gas, a Kick gegeben, wusste sich du. Und dort im Winkel steht Eisenstadt, die bittende Eisenstadt, mit den größten Augen, auf einem Ort, pink wie ein Verglibeter. Denn deswegen sorgt nicht. Boris Friedman fuhr mit der ganzen Kampagne Chawairem, welche er fiel zu sich auf Sahne heute zu uns. Ein freilicher Weg. Zimmer, die Felder sind grün, der Sinn backt, die Steine von dem Chassai glühen, in die Fähre trugen, dem Equipage kemat in die Lüften. Ein Vers nach dem anderen fliehen vorbei die Augen. Ein Vers nach dem anderen fliehen vorbei die Augen. Die Hebe öffnen auf die Gambis und wir singen zusammen, allemal ein anderer Lied. Starke von allen schreit Goldenstadt. In dem dosigen jungen Mensch sind die erste Nagrade. Ein zieht nach Silberstadt mit der schrecklichen Bass, wo es beisetzt sich auf der Welt, von dem Imrecht, wo es existiert, noch auf der Erde. Nur ein Eisenstadt sitzt angehäukert in Tracht wegen sein Urm und Futter, im Schnader, wo es hat gepattert an euch über den Sinn. Nur Friedman, Goldenstadt, in Silberstadt, lass dem lang nicht trachten. Sein Sturchen, sei Sturchen im Ende von allen Seiten, er soll auch singen mit sein. In Eisenstadt, öffnet auf das Maul, verkrimmt sich so soer, er lässt raus aus einem Maschine narisch koll, als Heber werden schier nicht zersetzt vor Gelächter. In jeder Kretschmer stellt man sich auf. Man nimmt sie kappelig. Man darf beweisen, als man ist schon größer. Man fällt von den Fies. Man lacht von Eisenstaaten. Eisenstaat allein lacht schon auch immer fortwarte. Auf den zweiten Tag kommt man heim zu Friedmannen. Vier Jingatsches springen heraus von dem Wogen. In der Hechere von allen, mit langen blonden Haaren, mit roten Bäcklech, elegant gekleidet, mit der Reisetasche über den Pleizes, mit der gildenen Penne. Fried der Erste auf dem Balkon, auf dem bekannten eisernen Balkon.
und fällt darauf dem Futter in der Mitte auf den Hals. Und man kischt sich einmal, und zweimal, und dreimal, und noch einmal, und wieder einmal. Mottl und Malke weiß nicht ein ganz gut von dem Inblick, was sein Sehen hat getroffen. Wie er so immer hat im Nebuch auf ein Examen gemischt, wie er sich eine von der Lehre hat im Nebuch im Sist im Nicht geschnitten. Der Finn hat sei schon Boris lang geschrieben, in der Lehre Beigelmann hat auch geschrieben, als der Maße ist lauter Emmes. Hat seinen Mann nach Hawaii, Goldenstab, Silberstab und Eisenstab, mit welcher ich bin gekommen her, verbringen die Vakatias. Ihr kennt sein Fragen, sei weiß in dem Emmes, ob der Dosiker Eisenstadt hat auch demselben Imglick was ich. Ajo, Eisenstadt? Krug Emmes, zinein? Eisenstadt, was ist das erste Mal in der Saarache Stieb, steigt und pintelt mit den Augen. Nun, nun, Boris, mir gleibt dir, sagt ihm Demeter, Madame Friedmann. Und ich hab dem noch einmal im Kischen. Du verstehst zinein, sagt der Herr Friedmann, wird sie sich allein. Kicken dich auf den Sinn und ausrechnen dich auf den Kopf, wie viel kostet ihm schon in der Zeit von den Dosecke 8 Uhr, was er hat im Sist aufgehalten in der Gymnasie. Mazel Tov, der Kaddisch ist schon gekommen, sagt Tabele Friedmann zu sich allein. Kicken dich von dem Fenster mit der Reuter Luden darauf, auf dem Balkon. Teire, sagt sie Rosa Fuhrmann. Kicken dich von dem anderen Fenster auf ihr Teire Boris Friedmann. Und quetscht sich mit beiden Händen stark zum Herzen, gleich wie er ist schon du, in ihre Arms. Und jetzt er meint schon gut miteinander.